Nehmen wir nochmal Steffen Müller für Hoheneder. So, ist er auch mal reingekommen. In der Nachspielzeit. Einen Punkt kriegen wir. Super. Super Sache. Naja, gleich im Nachbericht sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Nachbericht, einen Punkt haben wir gekriegt am 21. Spieltag, am 20. haben wir gar keinen Punkt gekriegt. Ich denke mal, an der Stelle können wir uns vom Aufstieg verabschieden. Ja, es ist leider so, meine Lieben, wir können es ja nicht ändern. Wir können es ja echt nicht ändern. Dafür ist die Mannschaft einfach nicht solide genug. Jetzt rutschen wir wieder eins runter. Sieglos seit gefühlten 300 Jahren. Gerade gegen Mannschaften, die so grottenschlecht sind, das ist einfach unglaublich. Die gewinnen, die verlieren ja alles. Aue verliert, Braunschweig. Als nächstes sind hier unten noch Mannschaften wie Duisburg. Wir haben mittlerweile sogar schon satte 2 Punkte Rückstand auf München. Wir haben satte, oh Gott, sind noch Fürth haben wir. Da waren wir noch am 21. oder so waren wir noch gesessen, da am 20. da hatten wir auf Fürth nur 3 oder 4 Punkte Rückstand. Krass. Also vor dem 20. Spieltag, ne? Ja, die haben auch gewonnen. Wenn die gewinnen, ist klar, dann rutschen wir runter. Nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Pauli. Die werden als nächstes uns überholen, wenn es so weitergeht. Ich würde ganz gerne irgendwo ansetzen, aber ich weiß es nicht wo. Wir können da nicht groß rotieren in der Mannschaft. Wir haben einfach nicht das Spielerkontingent, um da groß zu agieren. Unsere Spieler haben zeitweise weit über ihren Fähigkeiten gespielt in der Hinrunde. Das muss man einfach mal sehen. Jetzt spielen wir gegen einen direkten Tabellennachbarn. Die können sich mit einem Sieg gegen uns natürlich so richtig schön gesund stoßen. Die können an uns vorbeiziehen, glaube ich, sogar einige Cottbus. Ich muss mal gerade mal gucken. In der Tabelle dann, wo wir dann da so stehen. Ah, das ist die Bundesliga-Tabelle. Oh, persönlicher Sponsorenvertrag, mehr Geld verlangen, alles klar, Angebot annehmen. Wollte gerade mal hier die zweite Liga reingucken, auf der rechten Seite. Cottbus hat 30 Punkte, die könnten mit dem Sieg an uns vorbeiziehen, ist ja Weltklasse. Denn unsere Tordifferenz ist ja wirklich katastrophal. Wir haben 27 Tore geschossen und 24 bekommen. Also das ist so unglaublich wenig. Unglaublich wenig. Naja. Gut, okay, meine Lieben. Es bringt ja alles nicht, das Trübsal zu blasen. Es bringt das ja nicht. Also man muss es realistisch sehen. Die Mannschaft war an der Stelle noch nicht für den Aufstieg bereit. So viel steht schon mal fest. Lavric trifft überhaupt nicht mehr. Jaschwili hat es auch nicht leicht. Ich setze mal, wir müssen ja ein bisschen offensiver agieren. Dann machen wir das am besten mal so. Ha, das ist auch so grottig, also ehrlich. Prip kommt ein bisschen besser in Ballung. So, dann holen wir mal den Krebs, der eigentlich die Saison über gute Partien abgeliefert hat. Rechts außen, links außen haben wir ja leider keinen, ne? Der Mahop kann das ja auch nicht, ne? Ja, eine 57, das ist ja auch wirklich unterirdisch. Ganze Landstrich. So, Haas eine 64, dann mal Timo Kern da weg. Die Europäische Union Mahop 62, so, Hoheneder bleibt auf seiner 62 hängen. Ich weiß gar nicht, warum die alle so eine gute Form haben, obwohl die so grottenschlecht spielen. Naja gut, wir versuchen die Jungs sich einspielen zu lassen, vielleicht liegt es daran. Ja, Christea ist frustriert, du bist auch ein Arschloch, wenn er keinen Bock auf seinen Job hat, Fußballer zu sein. Dann kann er auch nichts gewinnen, ist ja klar. Neuer Sponsorenvertrag, das passt auch soweit. Datenbank aktualisiert, Jungspieler erreichen Trainingsziel, das ist natürlich vorteilhaft für uns, auch in die Zukunft zu schauen. Matthias Fixel wird für einen Tag ausfallen, Platzwunde. Ah ja, okay. Fixel ist auch wieder fit. Uns fehlt absolut ein talentierter Stürmer, das muss man wirklich mal so sagen. Hier, der Terrazino. Der Verrückte, der kann überhaupt nichts irgendwie, ne? Das wisst ihr ja. Weiß nicht, warum der so abkackt. Na gut, wir können die, aber irgendwo muss ich ja ansetzen. Ich muss ja irgendwo was verändern. Und ich kann ja nicht einfach so weiterspielen lassen, so wie es aktuell ist. Ich muss ja verändern. Und wenn ich Veränderungen angreife, dann idealerweise so, dass ich eben Terrazino mal versuche, als Joker mit reinzubringen, obwohl er ja immer durchschnittlich echt schlechte Leistungen abgeliefert hat. Durchweg. Also da war jetzt ganz, ganz wenig, mal ein Spiel vielleicht mal, wo er gut war. Der Rest einfach wirklich schlecht.
Von der Fitness. Er hat eine Fitness, eine 89. Das sagt ja schon alles über seine Trainingsmoral aus. Naja, gut. Stefan Müller, 63, könnten wir eigentlich auch bringen. Aber dafür hat Hohneder eine bessere Form, glaube ich. Ne? Ganze Ecke besser. Er hat eine 11, ja. Besser als eine 9. Lassen wir auch weiter drin. Wolf, ja, lassen wir weiter drin. Privatkredits und wegen Ferienaufenthalten bei Unternehmerfreunden in der Kritik. Vor 4 Tagen hatte er... Würde ja ganz gerne irgendwo ansetzen. Irgendwas würde ich ja ganz gerne mit den Jungs machen, aber was, ne? Das ist die Frage. So, vielleicht können wir uns ja mal hier nochmal warm schießen irgendwo. Ja, wir haben alle Spiele voll jetzt, voll geplant. Lassen wir uns doch, wir können nochmal die Moral aufbauen und spielen am Mittwoch. Machen wir mal eine englische Woche. In den vergangenen 10 Jahren habe sich der Anteil der Erwerbstätigen, so, eine englische Woche, und wo haben wir es denn? Verdoppelt. Freundschaftsspiel. Genau, gegen unsere A-Jugend. Gegen die sollten wir ja gewinnen. Altbetonte, die meisten Unternehmen, ihr lacht mich jetzt bestimmt aus und sagt, was ist das für ein Blödsinn? Ich mach's einfach. Ich mach's einfach, weil ich, die müssen sich ja irgendwie mal einspielen. Autogrammstunde gibt's hinterher dann am nächsten Tag für die ganzen Fans. Machen wir auch noch. Und dann kicken wir mal. Im Zweifelsfall könnten wir auch einfach unseren Trainer feuern. Das Team gewann gegen die Hannover. Im Zweifelsfall. Wir könnten aber einen zweiten uns besorgen. Und zwar einen stärkeren. Den hier will ich haben. Kevin Schröder. Angebot unterbreiten. Da können wir noch ein bisschen Geld lassen. Genau. Bis 2013. Ich würde sagen, 160.000 kriegt er von uns. 1%. Alles klar. Angebot unterbreiten. Der hat eine Stärke von 74. Bei gutem Talent, da haben wir vielleicht nochmal die Möglichkeit, ihn als ersten Trainer einzusetzen. Und dann können wir da vielleicht von zehren. Nee, weil unser Trainer hat ja im Bereich Aufgaben, macht er ja unser Training oder stellt das Training, die Trainingsziele etc. Und das wäre natürlich da vorteilhaft, wenn wir da einen guten haben. Ne? Ist ja ganz klar. Okay, was können wir noch machen? Wir haben noch ein bisschen Kohle übrig. Wir können nochmal in die Infrastruktur reingehen. Wenn es sportlich nicht so gut läuft, muss man zumindest mal finanziell die Weichen stellen, um im nächsten Jahr dann besser dazustehen. Und das möchte ich an der Stelle auch ganz gerne machen. Schauen wir mal, was können wir uns denn hier leisten? Kosten 250.000 Bürogebäude könnten wir ausbauen. Was kosten uns das Bürogebäude ausbauen? Baukosten 250.000 und da würden wir dann 13 Mitarbeiter möglich. Sehr schön. Okay, aber wir haben ja schon genügend, wir haben noch gar nicht alle Mitarbeiter verteilt. Das heißt, wir könnten nochmal im Scouting-Bereich ein bisschen investieren. Och, was hier noch alles möglich ist an Mitarbeitern. Krass, wir haben nur einen Scout, alles klar. Holen wir jetzt noch einen ran, vielleicht hier so einen talentierten Guten. 68, Dirk Mader, Angebot unterbreiten, was will denn der? Oh, es geht sogar, 50.000. Lassen wir mal bis 2014 laufen. So. Zumindest ist die Musik gut. Ja, wir dürfen ja, liebe Leute, das ist das Schöne an diesem Spiel. Es läuft nicht immer alles nur nach Plan. Es läuft nicht immer alles nach, ich würde ganz gerne, ach Gott, und hätte ich nicht. Wenn du eine Mannschaft übernimmst wie den KSC, die rein technisch gesehen auch wirklich nicht zu den Top-Mannschaften der zweiten Liga gehören, dann muss man sich das einfach mal... Dann gibt es einfach mal so Schwäche, so schwächelnde Spiele. Und wir haben auch wirklich, jetzt wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben wirklich bloß einen Spieler, der mittelfristig jetzt auch wirklich für die erste Liga reif wäre. Das wäre der Jaschwili mit einer Stärke von 69. Alle anderen müssten erst nochmal eine ganze Schippe drauflegen im Training, in der Ausbildung, im Allgemeinen, in ihrer Leistung, dass wir sie in der ersten Liga überhaupt hätten laufen lassen können. Deswegen würde ich den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich möchte ganz gerne so weitermachen und gucken, was wir noch rausholen können diese Saison. Und gehen deswegen aber auch jetzt mal wieder in 3D-Modus. Macht mir sowieso am meisten Spaß. Gucken, wie wir uns zu Hause gegen Energie Cottbus schlagen. Haben wir verloren in der Hinrunde. Das wäre jetzt mal eine super Antwort. Wenn wir hier gewinnen könnten oder einen Punkt holen. Und machen wir einfach und würde sagen, sehen uns dann gleich wieder im 3D-Modus. Bis gleich.